Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik. Prolog. Wenn ich Factorio spiele und ich habe schon die eine oder andere Rakete ins All geschossen, habe es auch schon ein paar Mal durchgespielt, stelle ich immer wieder fest, meine Fabriken sehen ganz anders aus als die Fabriken, die ich sonst so in den Tutorials sehe. Ich habe hier mal einen kleinen Überblick über meine Fabrik. Das hier, noch ein bisschen rumlaufen, ist alles. Klar, ich habe hier eine Raketenbasis, kann Raketen durchschießen. Ich habe hier meine Produktion. Momentan blinkt alles, weil ich die meisten Sachen abgeschaltet habe. Hier oben wird noch etwas produziert. Alles auf grün, alle Puffer sind voll. Das heißt Produktion, gepuffert an den Seiten. Das hier ist mein Zentrallager. Da ist einfach alles drin. Kann man sehen, was man so drin hat. Das hier ist der Sorter für das Verteilen der Rohstoffe und Vorprodukte. Das ist der Sorter zum Verteilen der Materialien, die die Produktion braucht. Also alles in sich selbst organisiert. Was habe ich hier oben? Hier oben habe ich meine Forschungseinrichtung, Bevorratung, ausbalanciert, Nachproduktion, Rohstoffe für die Forschungspakete. Von hier unten kommt Rohmaterial, von hier drüben kommt auch Rohmaterial, momentan kommt Kupfer. Gucken wir uns mal den Gesamtüberblick an. Hier ist die Gesamtkarte. Ja, ein bisschen zentrieren mal so. Was sehen wir hier? Ja, das ist die Fabrik hier. Hier habe ich eine kleine chemische Fabrik. Da wird Schmiermittel hergestellt und Kunststoff. Hier habe ich Erz und Kupfer. Da kommen die Steine her. Hier habe ich die Kohle. Und da habe ich nochmal Ölfelder. Und das war alles. Alles funktioniert. Alles selbst organisieren. Man muss sich um nichts kümmern. Nicht was brauche. Für was auch immer. Nehme ich es aus den entsprechenden Vorratsbehältern raus. Und die Fabrik produziert genau das nach. Ganz anderes Layout, sieht ganz anders aus als die meisten Fabriken, die ja nun auf das Mainbus-Konzept setzen. Das heißt eine Parallelversorgung mit massiver Überproduktion. Und ich möchte in folgenden Videos ein wenig erklären und motivieren, wie man eine Fabrik anders aufbaut, ein Zines-System macht und welche Vorteile dahinter liegen. Ich freue mich drauf. Bis dann.